Ein Konfirmand, der sich nun regelmäßig Gottesdienste im Internet oder im Fernsehen ansieht, fragte mich neulich, warum dann immer noch Ostern Thema sei. Ostern ist Kernthema für uns Christinnen und Christen. Vielleicht wird das zu wenig deutlich. Also hier und jetzt, auf der Nachbarschaftshilfe, auf dem ETA, mit mir, Anja Kramer, Pastorin an der Martin-Luther-Kirche. Ostern. Und dazu gehört als erstes Karfreitag. Das wird wohl auch leicht vergessen, dass das zusammengehört. Karfreitag. Jesus stirbt, weil er eine Gefahr darstellte, politisch und religiös. Er stirbt aus innerweltlichen Gründen, weil er sich nicht wehrte, nicht weglief und auch nicht Böses mit Bösem vergilt. Paulus, von dem viele Briefe in der Bibel abgedruckt sind, schreibt: Jesus stirbt für alle. Ich verstehe das so, dass Gott in Jesus das Böse auslaufen lässt. Das Paradoxe, der Tod, sie laufen ins Leere. An Karfreitag machen wir uns so immer wieder klar, Leiden und der Tod haben nicht das letzte Wort. Gott schenkt uns in Jesus eine neue Perspektive. Mit dem Glauben an ihn können wir mit dem Tod leben, ohne ihm alle Macht zu geben. Ja, der Tod gehört zu unserem Leben. Aber trotzig dagegen an, glauben wir an einen Gott, der Leben schenkt, über den Tod hinaus. Vielleicht ist das gerade besonders wichtig. Und wir können mit dem Leiden leben, ohne uns damit abzufinden. Wir können nicht die ganze Welt retten, aber wir können das tun, was in unserer Macht steht. Der Nachbarin zuhören, die immer wieder vom Tod ihres einzigen Sohnes erzählt. Oder von dem abgeben, was wir haben. Wir können mit der Schuld leben, ohne uns von ihr niederdrücken zu lassen, weil wir darauf vertrauen, dass wir immer wieder eine neue Chance erhalten. Dadurch sind wir neue Kreaturen, wie Paulus das nennt. Ostern also. In Jesus zeigt Gott dieses neue, andere Leben, versöhntes Leben, versöhnt mit sich selbst und anderen Menschen, mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott, schreibt Paulus den Leuten in Korinth und uns ins Herz. Gnädig mit sich selbst und den anderen Menschen sein, aber eben auch nach Veränderungen suchen. Nach Zusammenhalt suchen, wenn einige nur nach dem eigenen Wohlergehen schauen. Nach Hilfsmöglichkeiten suchen, die nicht an Landesgrenzen Halt machen. Darum ist Ostern auch nach Ostern wichtig.